Die 7. Folge von Star Wars The Bad Batch ist erschienen und endlich haben wir mal eine spannende Story miterleben dürfen in dieser Serie. Doch nicht nur das, denn Episode 7 bringt uns auch endlich etwas, das uns bisher verwehrt blieb. Und zwar wirklich für die ganze Story der Folge und der Serie relevante Ereignisse. Was gestern alles passiert ist und wie falsch wir nach der 6. Folge alle lagen, erzähle ich euch heute in dieser neuen Recap auf Nerdfactory. Ich bin Luke und wenn euch Content wie dieser hier gefällt, dann zeigt mir das doch gerne mit einer positiven Bewertung und einem Kommentar, dem Aktivieren der Glocke und dem Abonnieren des Kanals. Ich habe es ja jetzt schon bereits öfters gesagt, aber das sorgt dafür, dass der Algorithmus merkt, dass diese Videos interessant genug sind, es auch anderen Leuten vorzuschlagen, damit mehr als wenig Leute diese Videos schauen, denn Bad Batch scheint etwas unterzugehen. Danke im Voraus und jetzt geht's auch los mit diesem Video. Los geht's. In der neuesten Episode ist so einiges passiert, was wichtig für uns, die Charaktere und die gesamte Storyline dieser Serie ist. So erfahren wir auch immer mehr das wahre Gesicht von Cid. Die zunächst ganz nett erscheinende Trandoshanerin gibt der Klontruppe 99 zwar immer wieder neue Aufträge, steckt sich den Großteil der Bezahlung aber selbst in die Tasche, sodass die Bad Batch sich unweigerlich bei ihr verschuldet und sie somit günstige Arbeitskräfte hat. Viel wichtiger ist jedoch ein ganz anderer Charakter, der in dieser Folge auftritt. Das haben wir nämlich alle falsch verstanden im letzten Arc. Wen die Martess-Schwestern da am Ende der Folge kontaktiert haben. Als sie jedoch davon erfährt, dass die Bad Batch ihre Chips noch nicht entfernt haben, ist er verständlicherweise ein bisschen schockiert und besorgt, wie eigentlich auch jeder andere von ihnen sein sollte. Aber selbst Tech sagt ja, dumm, mach dir keine Sorgen, wir sind anders, der Chip hat überhaupt keine Wirkung auf uns, ach, nur bei Crosshair, ja, da war es nicht so, der aus irgendeinem Grund, wir wissen aber nicht genau warum, weil wir nie darüber reden. Was halt ziemlich dämlich ist und mich die ganze Zeit in den Folgen gestört hat. Woher will Tech wissen, dass die Chips definitiv nicht auf sie wirken können, wenn er A, sich kaum mit ihnen beschäftigt hat und B, Crosshair ja offensichtlich nicht verschont geblieben ist. Auf dem Weg zum Schrottplaneten erfahren wir jetzt übrigens auch, dass Omega keinen Chip hat. Das ist sehr interessant, das wussten wir vorher nicht. Über Bracca reden wir übrigens auch gleich nochmal. Ich weiß, einige von euch sind wahrscheinlich schon in den Kommentaren und sagen, denn der könnte mehr für uns bereithalten, als er zunächst scheint. Auf dem Planeten liegen einige Schiffwracks rum, auch jene Jedi-Kreuzer der Vanitar-Klasse. Tatsächlich finden sie die Medizinstation, in welcher Wrecker dann der Erste sein soll, der gescannt wird und sich den Eingriff unterziehen soll. Und hier passiert dann das, was ich bereits seit, ich glaube, Folge 3 erwartet habe. Der Chip übernimmt die Kontrolle über Wrecker. Er beginnt, seine Freunde zu attackieren. Er kann natürlich nichts für seine Handlung. Es zeigt sich in dieser Szene noch einmal sehr gut, wie stark der Chip die Kontrolle übernehmen kann und die komplette Persönlichkeit ändert, da Wrecker auch nicht davor zurückschreckt, gegen Omega vorzugehen, die er ja eigentlich ins Herz geschlossen hat und wie eine kleine Schwester oder Tochter behandelt. Es dauert einen ganz kurzen Moment, bis unser sanfter Riese wieder zu sich kommt, doch dann ist er wieder der Alte, wonach sich dann auch der Rest der Prozedur unterzieht. Also, wir sehen es nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie alle das Ding loswerden wollen und jeder von denen hat ja dann ein Pflaster am Kopf. Also. Und auch wenn es jetzt nicht so scheint, gibt es hier doch eine ganze Menge, über das man mutmaßen kann. Schauen wir mal, was uns Episode 7, Folge 7, sonst noch so zu erzählen hat und was sich sonst noch versteckt hat. Doch bevor wir dahin kommen, nach wie vor gibt es das exklusive Bad Batch Design noch im Shop. Wenn ihr also gerade jetzt bei den steigenden Temperaturen ein neues Shirt sucht, dann checkt doch mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Damit unterstützt ihr mich ganz direkt und habt selbst auch noch etwas davon. Wie bei allen Serien ist auch dieses Design nur noch so lange erhältlich, wie The Bad Batch läuft. Danke für eure Aufmerksamkeit, weiter geht's mit dem Video. Übrigens, heute ist es sehr warm und der Stoff ist sehr dünn, deswegen habe ich auch absichtlich dieses T-Shirt gewählt, weil ich nicht stinken will wie ein Sarlacc auf Bracca. Die Episode startet mit dem mehr oder weniger erfolgreichen Ende eines Auftrags der Bad Batch, den sie von Cid bekommen haben. Offensichtlich ging es darum, ein gürteltierartiges Wesen, eine Echse, von den Rokkai zu stehlen. Weder über die Echse noch über die Rokkai gibt es Informationen, die ich finden konnte zumindest. Es gab ein altes Land in Star Trek, das Rokkai hieß. Vielleicht ist das eine Randnotiz darauf oder es gibt bisher einfach wirklich noch keine Informationen über diese Gruppe von Sachen. Die Bad Batch flieht jedenfalls ohne Probleme mit einem Sprung in den Hyperraum und bringen diese Lieferung dann zu Cid. In Cids Bar sind rechts im Bild wieder die beiden Stammgäste, der Itorianer und der Weequai zu sehen. Links im Bild sieht man den Ziegenmann erneut, der Unverzichtbare. Ein Perspektivenwechsel zeigt, wer an der Stelle sitzt, von welcher wir gerade in den Raum gesehen haben. Eine mysteriöse Gestalt in einem Umhang gehüllt, die unsere Protagonisten beobachtet. Natürlich ist das Rex, aber ich wollte noch einmal kurz auf die Szene eingehen, weil sie mir hier schon leichte Herr der Ringe, die Gefährten-Vibes gegeben hat, als dort Aragorn das erste Mal auf der Leinwand erschienen ist, im tänzelnden Pony. Schon aus der Ferne wird klar, dass das definitiv nicht Ahsoka sein kann und auch im darauf folgenden Klaus
außerhalb wird es bestätigt, Darth Maul ist das auch nicht. Bevor der Reveal kommt, dass das einer der absolut beliebtesten Klone Captain Rex ist, erfahren wir aber auch noch die Schulden, die die Bad Batch Resid hat. Liegekosten im Hafen, Ausrüstungskosten, Treibstoff, Rationen und 20 Kartons vom Mantel-Mix. Zu dieser Spezialität konnte ich ebenfalls leider noch keine Informationen im Internet finden. Anscheinend handelt es sich dabei aber eben um irgendwelche Snacks, die es nur speziell auf Ort Mantell gibt. Omega und Wrecker ziehen sich die nach jeder Mission aus Tradition rein und lassen die Rechnung dann auf Sitznamen schreiben. Wie gesagt, keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Art Mix aus schockgefrosteten Beeren und Popcorn. Dadurch, dass die Schulden sich auf 20 Kartons beziehen und Wrecker und Omega aus Tradition nach einem Auftrag futtern, heißt das, dass sie mindestens rund 10 Aufträge für Sid abgeschlossen haben müssen. Wir also einen ganzen großen Sprung in die Zukunft gemacht haben. Kurz darauf erfahren wir dann auch tatsächlich, dass die Mattes-Schwestern Rex auf die Leute hier auf Ort Mantell gebracht haben. Und eben auf Klone, die nicht dem Imperium dienen. Die Bad Batch und Rex kennen sich ja auch bereits aus Staffel 7 von Clone Wars. Dementsprechend groß ist auch die Freude, als sich alle wiedersehen. Omega erkennt Rex klar als einen Phase 1 Klon wieder. Immerhin ist er eine ganze Ecke älter als der Rest der Bad Batch. Hier bekommen wir auch noch einmal den Beweis, wie besonders Omega eigentlich ist. Rex sagt ihr schließlich, dass er schon sehr viele Klone getroffen hat, aber noch nie einen Klon getroffen hat, der war wie Omega. Und sie ist neben ihrer besonderen Fähigkeit, von der Rex ja noch gar nichts weiß, immerhin der einzige weibliche Klon, von dem wir zumindest auch wissen. Das erneute Klagen von Wrecker über seine Kopfschmerzen, das bringt dann wieder die Inhibitor-Chips auf den Tisch. Endlich mal, endlich haben wir mit Rex auch jemanden, der mal angemessen darauf reagiert und sagt, oh, vielleicht ist es dein Chip, das ist aber nicht gut. Er greift sofort an seinen Blaster, als er erfährt, dass die Truppe ihre Chips alle noch nicht entfernen lassen haben. Tex' Argumentation macht hier, wie bereits erwähnt, echt keinen Sinn. Er versucht Rex zu beschwichtigen, dass sie von der Order 66 verschont geblieben seien, weil ihre genetischen Mutationen diese unterdrückt haben, bla bla bla. Außer eben bei Crosshair. Und dass da dem sonst so schlauen Tech der Fehler nicht selbst aufgefallen ist, finde ich ein bisschen weird. Rex macht es aber klar, dass die Chips nicht unterschätzt werden sollten und man sich von ihrem Einfluss einmal eben aktiviert nicht befreien kann. Damit schafft er es dann auch, die Truppe zu überzeugen, dass die Chips aus ihren Köpfen heraus müssen. Endlich! Also geht es auf zum Schrottplaneten Brucker. Brucker wird einigen von euch noch aus Jedi Fallen Order bekannt sein. Hier auf dem Schrottplaneten hat das Spiel nämlich angefangen und auch jetzt zu diesem Zeitpunkt müsste sich auch Cal Kestis schon auf dem Planeten befinden und ungefähr im Alter von Omega sein. Über Cal Kestis sprechen wir gleich nochmal genauer, denn er hängt direkt mit meiner Theorie zusammen, was uns in der nächsten Folge erwarten könnte. Rex und die Bad Batch treffen sich und wir sehen, dass der ehemalige Captain immer noch mit dem blauen Y-Wing unterwegs ist, mit dem er am Ende der 7. Staffel Clone Wars auch geflohen ist. Die Gruppe macht sich auf den Weg zu Rex Ziel. Inmitten der gesamten Menge an Schiffwracks liegt auch ein Raumschiff der Venator-Klasse. Also es sind überall Venators, aber ein spezielles. Das ist ein Jedi-Kreuzer. Auf so einem wurde auch Rex Chip entfernt, weshalb er davon ausgeht, dass auch die Bad Batch hier sich von ihrem befreien zuvor kann. Sehen wir aber noch links im Bild übrigens ein Wrack, von dem ich mir nicht 100% sicher bin, ob es mal eine korellianische Korvette sein gewesen hätte können oder ein Kreuzer der Hammerhead-Klasse sogar. Letztere stammt zwar aus dem Legends-Bereich, war aber Inspiration für die Hammerhead-Korvette, wie wir sie in Rebels und dann eben auch in Rogue One gesehen haben. In der Szene, in der die Klone dann den Abgrund lang klettern müssen, wird Wrecker ja sowas von etwas angegriffen, was aussieht wie ein kleiner Sarlacc. Tatsächlich gibt es einige Jahre später in Jedi Fallen Order ja einen gewaltigen Sarlacc auf Brucker. Der Ibdismon, ein Superorganismus, der sich vom Metall der Scrapper ernährt, mehrere Münder hat und unfassbar groß ist. Vielleicht ist das hier quasi die Teenie-Version des gigantischen Monsters in dem Videospiel dann oder das Kind davon. Ebenfalls etwas aus dem Videospiel läuft der Bad Batch immer wieder über den Weg und ist schließlich auch in gewisser Weise Omegas Rettung. Scrap Rats oder Schrottratten auf Deutsch. Diese kleinen Nager sind tatsächlich zum ersten Mal in Jedi Fallen Order vorgekommen und heimisch auf diesem Planeten. Sie fühlen sich pudelwohl auf den Wracks der verlassenen und zerstörten Schiffe und bauen sich in diesen Nester aus alten Kabeln und Drähten. In der gleichartig aufgebauten Krankenstation, wie jener in der Rex seinen Chip entfernt bekommen hat, sollen die Mitglieder der Klontruppe 99 dann auch ihre Verhaltenschips entfernt bekommen. Wie schon in der Zusammenfassung am Anfang erwähnt, dreht hier jetzt aber Wreckers Chips voll auf und lässt ihn auf seine Freunde los.
ging, da die Programmierung des Chips ihm sagt, dass sie Verräter sind und gegen die Order 66 gehandelt haben. Ich denke, das ist, weil sie gerade in diesem Moment darüber sprechen und das vorher nicht getan haben. Nachdem er überwältigt und sein Chip entfernt wurde, erfahren wir dann aber nochmal, dass Wrecker sich eben nicht gegen diese Fremdsteuerung wehren konnte, egal was er versucht hat. Er aber quasi als Zuseher dabei war und alles miterlebt hat, was er da getan hat. Doch egal mit welcher Anstrengung er es versuchte, es war nicht möglich, sich gegen den Einfluss des Chips zu wehren. Er war gefangen in seinem eigenen Körper. Die Chips überschreiben zwar die Persönlichkeit und machen die Klone zu willenlosen Soldaten, dabei wird der wahre Klon aber anscheinend nur in die hinterste Ecke des Kopfes gedrückt, was so viel bedeutet. Das unterstreicht noch einmal, was für grausame Auswirkungen die Teile in den Köpfen der Klone haben. Wir alle kennen die Szene aus Episode 3, in denen wir gesehen haben, wie die Jedi damit überrascht wurden, dass ihre eigenen Truppen, die ihnen am nächsten standen und durch dick und dünn mit ihnen gegangen sind, sie einfach umgebracht haben. Das sind tragische Szenen, nicht zuletzt durch die musikalische Untermalung, aber die Vorstellung, plötzlich fremdgesteuert zu sein und auf die eigenen Verbündeten und engsten Freunde jahrelang zu schießen, ohne sie auch nur ein Stück weit dagegen irgendwie, ja, sich dagegen wehren zu können, das ist wirklich unangenehm. Omega weiß aber, dass Wrecker eben nichts dafür konnte und da die Mission jetzt beendet ist, kommt der beste Teil. Sie packt sehr zu Wreckers Freude noch eine Portion Mantel-Mix Popcorn aus ihrer Hosentasche oder so aus und dann wird geschleppt, was ein bisschen eklig ist aber. Draußen sehen wir noch, dass Rex einen Anruf von einem Verbündeten bekommen hat, mit welchem er sich nach der nächsten Rotation treffen wird. Es ist nicht zu verstehen, um wen es sich hier handelt, da auch in den Untertiteln nur steht, dass es undeutlich sei. Rex und Hunter verabschieden sich voneinander, werden dabei, wie erwähnt, von den Scrappern gespottet, die dann das Imperium kontaktieren. So, ich muss sagen, dass mir diese Folge tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen hat, weil es sich endlich mal eben sinnvoll angefühlt hat, was hier als Handlung passiert. Außerdem habe ich gleich drei Vermutungen, was in der nächsten Episode bzw. den nächsten Episoden dann auf uns warten könnte. Zum einen hervorgehend daraus, dass wir uns auf Wrecker befinden. Wrecker von einem Sarlacc-ähnlichen Tier angegriffen wurde und das Auftauchen der Schrottratten aus Jedi Fallen Order. Wie gesagt, müsste sich auch der junge Cal Kestis zu diesem Zeitpunkt schon als Scrapper auf dem Planeten befinden. Was wäre es also für ein grandioser Marketing-Move, wenn alles so aufeinander abgestimmt wäre, dass EA morgen am Sonntag, dem 13.06. während der E3-Präsentation Jedi Fallen Order 2 ankündigt und dann nächste Woche ein junger Cal Kestis in The Bad Batch auftaucht. Und selbst wenn nicht die Fortsetzung von Jedi Fallen Order angekündigt werden würde, sollte es aber meiner Meinung nach eigentlich passen und passieren müssen. Er wäre in etwa in Omegas Alter. Die beiden würden sich höchstwahrscheinlich also schon einmal dann recht gut verstehen, sobald die Sache geklärt ist mit dem Jedi umbringen. Vermutlich würde er sich zunächst von der Bad Batch versteckt halten, weil es sich ja eben um Klone handelt, bis er durch was auch immer aus seinem Versteck hervorkommen muss. Und es wäre eine grandiose Möglichkeit, Cal Kestis hier ein wenig Charakterentwicklung schon mitzugeben, um zu zeigen, wie er zu dem wurde, den wir dann im Videospiel kennenlernen. Außerdem wird es nächste Woche eben definitiv zu einer Konfrontation mit dem Imperium, vermutlich auf Wrecker, kommen. Sehr wahrscheinlich werden wir hier dann auch Crosshair wiedersehen, der dann mit seiner nur aus Menschen, nicht Klonen bestehenden Einheit einfallen wird, um seine ehemaligen Verbündeten gefangen zu nehmen, beziehungsweise wahrscheinlich eher umzubringen. Mit dem Wissen um die Inhibitor-Chips und wie diese leicht zu entfernen sind, glaube ich, dass die Bad Batch Crosshairs Truppe dann ausschalten, ihn aber nur gefangen nehmen. Wenn sie ihn dann den Chip entfernen, hätten wir perfekt zur Staffelhälfte, nämlich bei Folge 8 von 16, die Bad Batch wieder vereint, die ab sofort wieder gemeinsam irgendwas im Universum machen, was keine Relevanz für die weitere Story hat. Denn auch wenn Crosshair als der Böse geframed ist, vergesst nicht, dass er nichts für sein Verhalten kann. Sein Chip wurde ja sogar geboostet, damit er erst recht nur einfach Stumpfbefehle macht, ausführt und Leute killt. Vielleicht könnte das natürlich auch noch Probleme geben. Also, der geboostete Chip meine ich jetzt, dass der irgendwas mit sich führt. Und dann hätten wir natürlich noch Rex, der natürlich auch irgendeine Mission hat, um die er sich jetzt kümmern muss. Nach Cut handelt es sich bei der Bad Batch scheinbar um die ersten Klone, auf die er nach Order 66 getroffen ist. Vielleicht beginnt er jetzt ja mit dem Wissen, dass auf Wrecker diese Medizinstation ist und funktioniert, nach Freunden zu suchen und gegebenenfalls erfahren wir so auch, wie Gregor und Wolf mit ihm im Exil zusammengekommen sind, dann in Rebels. Oder natürlich auch ein anderer Klon, wie zum Beispiel Cody. Rex weiß jetzt ja, wie man diese Chips aus den Köpfen der Klone bekommt und wenn es sich nicht um einen Brecher wie Wrecker handelt, ist das ja eigentlich relativ simpel zu machen. Und so könnten wir nicht nur erfahren, wie sich Cody dabei gefühlt hat, Obi-Wan Kenobi sein Lichtschwert erst wiederzugeben und dann direkt auf ihn zu feuern und ihn zu verraten. Es würde auch die Möglichkeit eröffnen, tiefer in die Psyche der Klone einzudringen und dass eben Cody durch die Serie der Bad Batch von seinem Chip befreit wird und dann in der Obi-Wan Kenobi-Serie einen Platz einnimmt, wo er dann darüber spricht, was er getan hat.
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber die Möglichkeit bestünde durchaus. Gerade wenn man bedenkt, dass Rex jetzt nicht tatenlos zusehen wird, wie seine alten Freunde als willenlose Soldaten für das Imperium in den Kampf ziehen und reihenweise Menschen umbringen. Was denkt ihr denn über diese Folge The Bad Batch? Hat sie euch auch so gut gefallen wie mir? Und seid ihr jetzt ebenfalls wieder ein bisschen mehr auf die Freitage gespannt und auf die neuen Folgen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr jetzt abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen, falls ihr noch kein Abonnenten seid, wenn ihr das macht. Und da unten ist noch ein weiteres Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, und zwar am Montag in einem weiteren Star Wars Video, wo ich euch mal genau erkläre, wie die Order 66 überhaupt funktioniert mit dem Imhibidetator-Chip. Und dass ihr vielleicht andere Videos gesehen habt, die das falsch oder nicht kanonisch erklärt haben. Bis dann, Rinja hauen. So passiv-aggressiv.